Servus in diesem Video und heute ist meine erste Fahrt mit dem Lasernaht. Und ja, wie man sieht, der ist noch komplett sauer. Bin noch kein Sechs mehr gefahren. So schaut das Teil aus. Aber was mir gerade auch wieder aufgefallen ist, das stört mich ein bisschen beim Verbinden. Also ich starte das erste die Fernbedienung da hinten, schalte das Fahrzeug ein und das Fahrzeug verbindet sich nicht mit der Fernbedienung oder umgekehrt. Dann drücke ich den komischen Bindknopf und den Set-Knopf vom Auto. Das mache ich 3-4 Mal und auf einmal geht's. Vielleicht hat da irgendwer Tipps, warum das so kompliziert ist. Weil eigentlich möchte ich die Fernbedienung einschalten, das Auto einschalten und fertig. Und muss nichts mehr einstellen, ja komisch. Aber wurscht, so schaut das Auto aus. Da mache ich ein paar Videos, ein paar coole Aufnahmen, mal schauen, wie der geht. Ich bin ja voll gespannt jetzt schon. Viel Spaß. So, jetzt sind wir auch zu Hause von dieser spektakulären, langen, 10-minütigen Fahrt mit dem neuen Fahrzeug. Muss ich das denken, ich glaube, das drum kostet 700 Euro, nein, mit einem gescheiten Akku und alles drum und dran. Aber ich schätze, dass ich schon weiß, warum, dass das jetzt gebrochen ist. Das Auto ist so ein Stabilitätsprogramm, oder wie das auch immer heißt, keine Ahnung. Und wie die Reifen so aufgeschlagen sind, wird das Stabilitätsprogramm in die gegengesetzte Richtung tauchen, weil sie ja versucht, die Reifen gerade zu halten. Und ich glaube, dass da jetzt dann einfach die Belastung stark war. Aber man muss also denken, ich habe jetzt bei der Fernbedienung habe ich gar nichts eingestellt, das ist alles so original. Und ja, auf jeden Fall geht es am Samstag wieder zum Geschäft und dann hoffe ich, dass man das ersetzt wird. Bis dahin kann ich nicht mehr fahren. Naja. Ich habe für den anderen Willy Truck habe ich auch schon die Teile bestellt. Die sind aber noch immer nicht gekommen. Da ist auch hinten ein bisschen was gebrochen. Eventuell kommen jetzt mal ein paar Crawler-Videos mit dem HP Venture Toyota. Mal. Auf jeden Fall, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht mit dem Teil, abonniert den YouTube-Kanal. Schreibt ein paar Kommentare, was ihr für Vermutungen habt, warum das passiert ist, weil das ist ja ein Kindergartensprung. Das ist ja gar nichts. Mein 100 Euro Auto hält mehr aus wie das Teil. Sehr komisch, sehr, sehr komisch. Achso, genau, ich könnte den Bruch noch schnell zeigen. Das habe ich ganz vergessen. Und das ist auch komisch. Ich bin 10 Minuten gefahren. Schaut euch das mal an. Da geht die Verkleidung schon rein. So bin ich eigentlich super zufrieden von der Lenkung und so, das hat mir richtig gefallen. Aber das ist halt schon ein Witz nach 10 Minuten. Das finde ich auch richtig lässig. Ach, der ist so riesig, der Hund passt nicht einmal auf den Schreibtisch. Geht auch echt zu deppert, oder?
Warum hält das so dermaßen? So. Genau da ist gebrochen. Und wie gesagt, so bin ich aufgekommen. Und das Servo wollte dagegen lenken und das war wahrscheinlich zu viel. Zu viel für das kleine Teil da. Ich kann zwar jetzt versuchen, dass ich das mit Superkleber oder so fest mache. Aber ich denke, das führt zu nichts. Eigentlich ist es ja nicht ein großer Schaden. Eigentlich braucht man nur das aufschrauben und die Sache ist erledigt. Aber naja, das Teil kostet 700 Euro, glaube ich, mit Akku und alles drum und dran. Kommt drauf an, ob man sich für einen Akku nimmt und so. Bin ein bisschen enttäuscht. Am Samstag geht es zum Modellgeschäft Lindinger, von dem ich das Eier habe. Und dann wird man das hoffentlich ersetzt. Meine Fresse. Alles so scheiß Plastik.